Was hat Freunde? Und willkommen bei Max Beach Shop. Pass auf, ich habe Jodi frei, ist zu Hause. Udo hat eine Stunde auf. Ich habe euch gedacht, komm, Schrottplatztour. Alter, wir waren schon effektiv seit 4 Wochen nicht mehr hier und ist mal wieder Zeit. Aber anderweitig, es waren ja 3 Wochen Betriebsferien. Mal gucken, wie es allgemein hier aussieht. Bin wirklich, wirklich gespannt, ob meine Gurken noch da sind, die ich hier abgeschoben habe letztens. Gucken wir mal. Geiler Omega, ne? Limo. Auch sau selten mittlerweile. Omega Facelift als Limo, Automatik, hier ist sogar V6 drin. Steht gar nicht mal so scheiße da, die Kiste eigentlich. Aber für den Schrott wird es so schade. Aber meistens, wenn die Dinger hier vorne stehen, sind die meistens eh nicht für den Schrott, sondern entweder für Export oder halt für hier für Weiterverkauf. Deswegen beobachten wir mal die Zukunft von dem Auto. Nachteil für mich als Händler, als Limo nicht so gesucht. Wie gesagt, meistens ein bisschen interessanter und cooler als Kombi, weil das ist ein riesengroßes Auto mit einem ziemlich geilen Motor und Heckantrieb. Super geil zum Anhänger ziehen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Für die Mikra, aber naja, ne? Geguckt ist er auch schon. Freunde, auf dem Schrott ist angekommen. Sieht doch schon mal sehr, sehr, sehr geil aus. Rein theoretisch, arbeitstechnisch sind wir 1,5 Wochen weiter, als wir hier waren, weil wir ja 3 Wochen Urlaub hier. Aber ich sehe schon wieder aus, wie wir durch die Lappen gegangen sind, weil mittlerweile sind die auch schon interessant geworden. Wovon rede ich? E36 Compact. Eigentlich finde ich die gar nicht mal so kacke. Jetzt lacht nicht so, okay? Eigentlich, aber ich mittlerweile finde ich die ganz cool. Ausstellfenster hinten, weißt du? Oh, Automatik. Meistens mit kleinen Motoren nur drin, aber Technik vom E30 drin. Schade, die hätten wir uns mal abschnappen sollen, bevor der auseinandergepflückt wurde. Also übel sieht er gar nicht mal aus. Guck mal, schon innen ist mal relativ gut erhalten. Diese Rentnerleder hat er hier. Automatik wäre auch sehr cool. Sportmodus, Alter. Economy, manuell. Der kann ja alles. Ja, aber der ist am Ende, ne? Da hat auch keine Reifen mehr drauf, der ist zerlegt. Aber schade eigentlich. Eigentlich ganz gut. Ich mag Ausstellfenster hinten ganz gerne. Und lag es im Arsch. So wie es immer ist. Hier, den kennen wir, das ist meiner, mein Alter. Mein Alter hier ist, das ist der Burnout machende hier Pizza Arosa aus Friedeburg. Alles was geht. Der hat sein Leben jetzt endgültig ausgedient, seht ihr, der liegt hier jetzt dann rum. Wo ist denn die andere Gurke von mir? Da ist ein Corsa, da ist der. Auf jeden Fall noch hinten. Ich habe noch einen Mikra hier abgegeben. Da hinten ist er, da sehe ich ihn. Haben wir hier noch? Ein viertüriger 9N. Tiefstehende Sonne haben wir auch, alter Verwalter. Gutes Auto, 4 Türen, 9M. Wird auch jeder gut im Auto handeln, glaube ich. Hm. Hat keinen Bock auf mich. Tobi! Na, Alter, wie ist bei dir? Guck mal, Golf 3. Das ist das Heiligtum des Golf 3. Oh, der ist ganz schön vergammelt, ne? Junge, Junge, hier, guck mal, hier ist der Teppich durch. Schweller, okay, das geht aber noch. Hier, nee, hier ist er weg. Da ist er weg. Da ist er weg. Da ist er auch weg. Das sieht man nur noch nicht. Hier ist er. Ist der Fuß, ist der Innenraum so nass oder warum sind diese ganzen Stopfen da durchgerostet? Hier ist er aus dem Fritte. Hinterachsaufnahmen gehen noch. Und wahrscheinlich sind die Kurbelflügel weg vorne, oder? Endspitzen? Endspitzis? Geht noch. Das ist gar nicht mal so kacke. Ich finde ihn gar nicht mal so schlecht. Das ist nur so Halbscheiße. Aber es sind 4 Türen. Das macht ihn schon wieder interessant für mich tatsächlich. Als Gurkenhändler. Kurflügel weg? Nee, der ist noch gut. Türen haben Rostflecken. Oh, der ist schon auf der Schlachtbühne. Hier, Tür weg. Radlauf weg. Ah, okay, es fängt an schlechter zu werden. Schade. Aber wenn ich hier das Gordon mitbringe, dann kündigt er mir die Freundschaft, glaube ich. Aber eigentlich nicht übel. Die Maschine, Anlasser fehlt auf jeden Fall. Anlasser, oh, das ist angeschlachtet. Okay, okay, gut, vorbei. Ich habe aber echt überlegt jetzt gerade. Ne? So richtig so. Mäßig so, der ist noch fast gut. Aber oh, viel zu viel dran. Muss ja einen Grund haben, warum die ganzen Teile abgebaut wurden. Weißt du? Das sind dieses. Man weiß ja nie, was ist so richtig. Was hat die jetzt für Tüte? Seht ihr, hier ist ein Feierabend. Hier ist schon ein Feierabendgeplänkel, ne? Und ich blöd mal renne hier noch rum. Noch geht's, ne? Wollte ich gerade sagen. Miau. Boah, da hat die Bank nicht mitgemacht, wa? Jo. Na? Ihr habt ein Katzenleben. Oh, guck mal, Waschtisch. So, haben wir ja noch hier. Den kennen wir doch schon, den Kollegen. Den kennen wir auch schon, den Rover.
Den Mondeo kennen wir auch schon. Die hatten wir schon mal die ganze Reihe. Aber Anna, weil ich vergesse auch eh wieder alles. Deswegen ist eh scheißegal. Hier ist schon der Corsa C und der Tankdeckel. Das sind die besten, habe ich gehört. Boah, hatten die noch schon ausgebaut. Daran sieht man, der lohnt sich noch. Lenkrad haben sie mitgenommen. Airbag ist noch drin. Hä? Ja, ja. Egal. Oh, der Lupo, ne? Der Arosa, der macht sie doch richtig hier. Mit den Pizza-Flyern auf dem Beifahrerfußraum immer noch. So wie wir ihn kennen. So wie er bei uns geburnt hat. Twingo? Mit Leder, Alter. Initiale, Sondermodell. Ich finde die nicht so kacke, die Twingos. Die mit Metalldach. Die kannst du auch relativ gut irgendwo reinbauen. Ist hier nach Golf 4 mit Fronti. Aber richtig einen reingefrontet. Dach ist auch kaputt. Der ist ziemlich in Arsch. Hier, den Kämpfe. Oh, der Pümmel ist noch drauf. Alles gut, wenn der Pümmel drauf ist, ist alles mit dem Wagen in Ordnung. Ja, ich mal stehen lassen, so den Mikra damals. Oh, hier, Deo Matiz, oder wie das Ding heißt. Klingt irgendwie wie eine Krankheit, das Teil, ne? Aber das Ding ist echt Teil von GM, ne? Da hängt Opel mit drin, da hängt Chevrolet mit drin, alles. Und die haben sowas gebaut. In der gurkigen Farbe hier. Ob die einen Markt haben? Mal ehrlich gesagt, ich glaube nicht, ne? Also wenn ich jetzt Autohändler so ein Deo Matiz anbieten würde, das sagt mir doch keiner. Alter, ist ja vergammelt. Kaputt ist er hinten auch. Aber hier mit einem polnischen Kennzeichenhalter von Chevrolet. Alles, was geht. Ist das denn hier ein Bucher? Ja, ein Bucher ist das, glaube ich. Oha. Ist mir aufgefallen, das ist diese Peugeot 206 hier 10, ne? Das sind diese 206er Peugeot Cabriolets. Die waren auch gar nicht mal so schlecht technisch. Waren ziemlich gute Autos eigentlich. Aber, mal so ganz grob gesagt, die haben überhaupt keinen Markt mehr. Ne? So eine Krücke kriegst du schon bei weit unter 1000 Euro tatsächlich. Die sind echt billig geworden. Hätte ich nie gedacht. Ich dachte, die werden auch ziemlich teuer und gefragt sein. Aber sind absolut abgekackt auf dem Markt. Absolut. Oh, hier ein Bora V5 war das gewesen. Auch eine geile Karre. Die hätte auch hier lassen können, bei uns. Bora V5 hätte ich auf jeden Fall noch durch den TÜV gebracht. Definitiv. Cooles Auto. Cooler Klang, cooler Motor. Wir sollten mal ein paar mehr solche coolen Raritäten schießen bei uns im Autohandel. Hier, mal merken. Für meinen LT, ne? Ein paar gebrauchte Dieselleitungen abbauen. Dann geht's wieder los nach Italien. Sicherlich eine gute Idee. Dann kommt mal hinten ein bisschen gucken. Hinten auf dem Hof mal luren, was so los ist. Hier ist diese üblichen Edelstahlgeschichten. Oh hier, Vectra B Kombi. Und ein Escort Kombi. Auch bei der relativ selten mittlerweile. Vectra B siehst du immer seltener auf der Straße tatsächlich. Habe ich schon mal angesprochen, das Thema. Aber viele von euch meinten, die sieht man doch öfters. Also ich achte ja so ein bisschen drauf. Oh, Vectra B finde ich nicht mehr so oft. So vor einer Zeit lang war jedes zweite Auto ein Vectra B. Jetzt ja gar nicht mehr. Den will ich nicht aufmachen. Der ist voll mit Scheiße und der ist eh tot. Guck mal. Alter, ist der weg. Der ist richtig im Arsch. Kresse 310 liegt auch noch hier rum. Daran sieht man, scheinbar sind die Teile noch gefarbt für die Dinger. Oh, der ist schon echt nackig. Also der ist echt angeschlachtet. Also wenn Tina mal ihren zu Klump fahren sollte, dann würde ich definitiv, wie soll ich sagen, werde ich definitiv die Karre versuchen zu schlachten. Aber scheinbar sind die echt gefragt. Oh, Lenkung. Haben die Lenkungsdämpfer? Hat der einen Lenkungsdämpfer? Das ist noch im Video gefragt. Da ist die Lenkung. Da ist die Lenkung. Die hat keinen Lenkungsdämpfer. Also fährt die Kiste echt so eierig. Hat er noch ein Lenkrad? Ne, hat er nicht, ne? Ne, nix mehr. Nix mehr dran. Der hat keinen Lenkungsdämpfer. Die Achse ist hier W210 Mercedes. Bei dem Ding. Ich bin gespannt auf eure Antworten da. Warum ihr jetzt denkt, ihr Blödmann, haben wir doch schon alle gegeben. In den Kommentaren und so. Ist halt noch Zeitblase, ne? Aktuell habe ich es noch nicht gesehen im Video. Auch von heute. Heute ist das Video online. Also heute ist der Tag, wo das Flohmarkt-Tour-Video online war. Heute ist nämlich Donnerstag. Und wahrscheinlich ist das Video läuft Montag oder so. Keine Ahnung. Aktuell ist hier nicht so groß die Zeitblase. Hier, Honda Jazz. Honda, coole Kiste. Ja, die Kiste vielleicht nicht, aber die Farbe ist geil. Guck mal. So ein Metallic Lila. So muss ich mein VR lackieren. Das wäre die ultimative Farbe für die Karre. Oh, hier. Kannst du sagen, was du willst. Die Heckklappe hat noch Bock. Oha. Oh, der Blick wird immer trauriger, ne? Wollen wir uns einmal einen Blick antun. Den 205er. Color Concept. Sondermodell. Ich will hier über langlaufen.
Kann hier aber nicht langlaufen. Muss ich hier langlaufen? Warte, laufen wir hier lang. Bei Ottos Kartoffeln vorbei. Ach, scheiße. Nee, ich will da nicht mehr hin. Ist vorbei, kein Bock mehr hinzulaufen. Das ist schon ein trauriger Anblick. Wer den Wagen noch kennt, vor 2 Jahren im Video, Junge, was ein geiles Ding. Mittlerweile ist er natürlich am Ende. Schade eigentlich, aber das war auch wieder irgendeiner, der hat mit der Raupe hier rumgefahren und hat einen endgültig platt gemacht. Ne? Der hat nicht unbedingt den Uhr dran schuld, sondern einfach nur der Typ, der die Raupe gefahren hat. Oh, ist schon ein Schrottplatz. Sind ja eh nur alle Schrottautos. Oh, ich schieb die Scheiße mal eben beiseite. Hier, Becher der Coupé. Rest. Oh, guck mal. Noch ein Vectra B. Aber mit Vauxhall-Grill dran. Aber wird sicher kein Vauxhall sein, weil ist ja ein Linkslenker. Und ein Linkslenker ist halt ein Opel, ne? Als Vauxhall wird auch nur England und Australien, ne? Hat nicht so gewesen. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen doof da drin. Mittlerweile hat unser hier Opel-Rekord-Schlachter, der C-Rekord, der für die Wipfel daran glauben musste damals, der hat mittlerweile einen Bruder gekriegt. Der Commodore hat sich oben drauf gestellt. Aber der hält immer noch. Was hat er denn? Was hast du denn, mein Freund? Keinen Schlüssel hast du. Doch, hast du schon. Warte mal. Mal gucken, was er sagt, ob er Bock auf mich hat. Nö. Keinen Strom hat er. Schade. Was ist denn da für ein Motor drin? Wenn es ein 8V ist, hat er Zukunft, würde ich sagen. Also als 16V ist nicht unbedingt der ultimative Hammer, aber als 8V wird er interessant. Ah, ein 16V. Zahnriemen gemacht 2015, die Ölwechsel bei 97.000. 2007 Zahnriemen, okay, das sieht nicht mal ganz so geil aus. Paris auch abgeklemmt, wir konnten ihn glaube ich starten, aber ich lasse erstmal die Finger davon. Wir warten erstmal ab. Weil so mega geil ist der jetzt auch nicht. Ein bisschen Radlauf habe ich hinten gesehen schon. Eine Anhängerkupplung, die hat er, das ist ein Pluspunkt. Ich glaube 1.6er 16V ist das, oder 1.8er 16V. Auf jeden Fall, ja, also okay die Motoren, ne? Aber es ist nicht unbedingt der Knaller. Ich finde die 8V ein bisschen besser, das sind die Dinger, die eigentlich immer laufen. Oh, ist das hell mit der Sonne hier. Puh. Das ist immer wieder ein Foto wert, ne? Alter, Ascona B ist so ein Traumauto. Es ist einfach so ein Traumauto. Und er hat hier so ein Ende, ne? Aber gut, das Ende hat er aber schon ewig. Den haben vor viele Jahre mal Leute zertrümmert, den Wagen. Und dann konnte der halt nur noch so enden. Es ging gar nicht mal anders. Hier ein Stück vom Rekord, unter Boden. Auf dem Boden. Hier der coole Honda, da war eine Gurke, war. Senator, obendrauf D-Rekord. Hier nochmal ein C-Kadett. Die Heckflugstock ist relativ gut von dem Auto. Und der Innenraum ist auch noch rettbar, ne? Kommt mal rein. Ach nee, doch nicht. Also mein Turm ist doch relativ okay. Aber, ach die Karosse, Alter, wie die durchhängen, guck mal. So. Markus, werde ich halt für dich so ein Schweißen, den kriegst du noch hin. Ist doch keine Arbeit. Scheiß auf Markus, ein C-Kadett. Das ist der Nächste, der von mir zu dir kommt. Das ist Next Level, Alter. Boah. Also, da kannst du wahrscheinlich eher nach... Sag mal, ich glaube, da ist weniger heiles Blech drin, als kaputt ist. Also, das Ding ist total tot. Wohnmobil. Von Udo halt. Oh, ich würde mal sagen, wir drehen heute mal um. Jetzt laufe ich mit die Strecke runter. Und ich filme einfach den Rückweg. Weil da haben die Sonne nicht so in der Fresse. Bis gleich. Alter, was ist da hinten los? Oh, ich sehe da gelb-schwarz. Ich werde schon mal schneller schon. Gelb-schwarz sehe ich. Wisst ihr, was gelb-schwarz heißt? Gelb-schwarz heißt GTE. Bruder! Jetzt falle ich aus der Socken. Guck mal. Jetzt falle ich aus der Socken. Aber das ist schon mal unser Thumbnail, ne? Und bevor ihr jetzt denkt, das Auto ist Schrott, nein, das ist Udo seiner. Ich glaube, ich hab den sogar mal gezeigt im Video, wo wir Udo seine Sammlung gezeigt haben. Udos Außenlager. Da war der Wagen bei. Auf jeden Fall steht er jetzt hier. Alter, ist das ein schönes Auto. Ist natürlich kein echter GTE. Jetzt irgendwie eine Berlinetta oder was ist das? Normaler. Alter, ist das ein heißes Ding. Obergeil.
Das ist auch eine Art von Schrottplatzfund, ne? Das Schlimme ist ja, ne, wenn wir jetzt mal so 20 Jahre zurückdenken, ja, 20 Jahre finde ich, ein bisschen länger noch. Aber doch 20 Jahre reichen. Oh, 20 Jahre, 2002. Na, ja, ein bisschen früher noch, 1995 so die Ecke. Da war das ein Standard-Schrottplatz-Auto. Das Einzige, was ich hier leiden mache, sind die Scheinwerfer. Wie gesagt, da finde ich die hier, die anderen ein bisschen besser tatsächlich. Also, ist ja, sind ja original so, ne? Das passt schon, aber das ist, was ich meine. Ich habe noch einen Satz tatsächlich. Ich bin nur 5 immer noch hier am Stehen und Warten. Übrigens, bevor ich den C-Kadett nicht angucke, der hat ein Kennzeichen dran. Sachen, die ein Kennzeichen dran haben, die sind meistens interessant, die sind meistens zu teuer für mich. Oh, du hast einen Trailer, Alter. Der wird langsam so ein Lost Place. Der ist richtig schon eingewachsen, wie geil. Junge. Hier, Peugeot. 104. Aber guck mal, wo sind die noch einen Schrottplatz? Mal ehrlich jetzt, wo solche Autos noch rumstehen. Das ist doch der einzige Schrottplatz ever hier. Wo solche Karren noch rumstehen. Aber wo kommt manchmal auch vor? Da habe ich ein paar Gruppen gesehen jetzt. Dass es noch irgendwo im letzten Eck noch ein paar coole Sachen gibt. Aber ist das schon krass oder nicht? Guck mal, ein geiler Wohnwagen steht da noch. Hier der Golf 2. Mit den ganzen Schlachtteilen dran, die für meinen Jetta interessant wären. Apropos Jetta, da müssen wir uns mal rum kümmern. Ne? Da tut mir ein bisschen leid. Aber aktuell bin ich eher so auf schnelles Geld aus. Das heißt, viel Autohandel und weniger Langzeitprojekte. Weil ich momentan ein paar Mark gebrauchen kann, muss ich halt jetzt mal hier na Gordon halt auf ein paar Scheißbuden checken. Also wenigstens, also die Autos sind gut, ne? Aber halt so arbeitsmäßig halt viel Blecharbeiten und eher viel darauf ausgelegt. Hauptsache schnell fertig und kriegt TÜV, damit wir was vorne stehen haben. Weil momentan habe ich ganz, ganz, ganz viele böse Rechnungen, die ich bezahlen muss. Typisches Autohändler oder selbstständigen Dingsbums, man kennt ihn. Aber da komme ich auch durch, ne? Keine Sorgen. Aber ich muss halt ein bisschen mehr Geld verdienen, als ich mit YouTube und mit dem Museum und diesem ganzen Nebenkram verdienen kann. Weil so mega reich bin ich ja tatsächlich nicht. Deswegen muss ich mir meinen Arsch jetzt bewegen. Und das tue ich ab nächsten Mittwoch auch stärker, als ihr denkt. Tatsächlich. Nur halt, ich muss jetzt die Jody-Geschichte abwarten, weil macht jetzt ja keinen Sinn, dass ich jetzt hier irgendwelche Roadtrips anfange und eine Jody dabei. Das geht halt nicht. Aber ich muss mal so sagen, vom Gefühl her jetzt so, das werdet ihr in den Tagen sehen, ne? Also es wird einiges noch passieren bei uns, mehr als ihr denkt. Aber ich muss sagen, total geile Schrottplatztour heute. Die hat mir richtig Spaß gemacht. Hier sind so viele geile Autos, weil, haut rein, Alter. Die sind echt gut. Die macht Spaß. Ich glaube, den Mantel nehme ich fürs Thumbnail. Wirklich Schrott? Fragezeichen. Clickbait des Teufels. Läuft. So. Ja, so schlimm nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Was hier denn? Irgendwie so ein Unterständer. So, dann nach Hause jetzt. Wir haben jetzt hier 5:30 und gleich gibt es zu essen und die machen auch gleich Feierabend. Die haben ja schon Feierabend. Ich hätte hier nach Feierabend rum. Ne, wenn ich jetzt nicht öfters hier jetzt wäre und man mich jetzt kennen würde, gehe ich ja davon aus, dass ich schon lange eine Keule gekriegt hätte. Aber geil. Auch dieser Escort ist cool. Aber mittlerweile kann ich so sagen, so Escort-Kombi, ich glaube, ich würde noch mal einen für den Autohandel holen. Ich glaube, die Autos haben auch Liebhaber mittlerweile. Muss halt nur eine Basis sein, die auch rettbar ist, wenn man nicht so viel Geld reinsteckt. Das ist mein Problem beim Autohandel, Alter. Ich kriege so viele Autos angeboten, schöne Autos auch, und ich bezahle mich darüber auch gar nicht. Das Problem daran ist, die sind meistens so weit weg, dass sich das nicht lohnt. Wirklich nicht lohnt. Weil der Sprit ist so teuer geworden. Habt ihr gesehen, letzten Videos. Mit 2,10 Euro Diesel brauche ich nicht mehr einen LT losballern, der mit Anhänger 16 Liter braucht. Keine Chance. Das rechnet sich nicht. Katastrophe. Und es gibt wenig Kram hier in der Umgebung, die man irgendwo kaufen kann. Im Billigsegment für unseren Autohandel. Und es ist scheiße hell. Das war mal eine feine Tour, ne? Die hat richtig Spaß gemacht. Richtig erfrischend. Ein bisschen mit Udo geschnackt, gerade noch ein bisschen Malzbier gesoffen. Ja, ja, Malzbier. Geil, ne? Ja, jetzt springe ich mich auf mein komisches Moped da, weil ich in 5 Minuten zu Hause sein muss. Aber das Gute ist ja, mit dem Motorrad kannst du erstaunlich viele Abkürzungen fahren und ich bin 3 Minuten zu Hause. Leider geht das nicht. Zentraler kann man nicht wohnen. Auch wenn man eine eigene Halle ist. Die ist natürlich am Arsch der Welt, ist immer so. Gut, Freunde, ich will mal hoffen, diese Folge hat euch irgendwie gefallen. Ich sag euch, nächste Woche wird interessant. Auch am Wochenende und sowas erwartet uns so einiges. Ich guck mal auch 3 Autos an tatsächlich, die sehr, sehr, sehr geil werden. Natürlich viel für den Autohandel. Wir müssen gucken, dass ich mal eben meinen Arsch auf den Boden kriege. Und da, Freunde, bis dann. Ciao.
Stopp, 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 st